Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Heute habe ich eine ganz spezielle Sache vor. Und zwar werden wir versuchshalber nochmal eben zurückgehen zum Startgebiet. Ich bin jetzt gerade da an der Statue. Ich gehe mal hier oben, gehe ich mal hoch. Was ist das denn? Der Epi hat sich einfach ins Spiel eingeschmuggelt. Und er ist nackt. Hallöchen. Oh, und er ist weg. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Ich habe irgendwie eine große Befürchtung. Ich wollte den Epi gerade willkommen heißen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt gerade aus dem Internet rausgeflogen bin, weil sonst drehe ich hier im Rad. Weil er antwortet mir auch gerade nicht mehr über Discord. Ja, und ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass ich aus dem Internet rausgeflogen bin. Damit hat sich dann die Sache gerade erledigt, dass wir zusammen das mal eben testen wollten, weil ich jetzt offline gestellt bin. Damit hätte sich dann aber auch die Frage erledigt, ob man das Spiel offline spielen kann, weil zumindest für die Einzelspieler, die das Spiel erstellt haben, funktioniert das ganz offensichtlich. Ja, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Also der Versuch war nicht so gut. Vielen, vielen Dank an 1&1. Es ist immer wieder grandios zur besten Arbeitszeit beziehungsweise zur besten Zeit, wo man halt eben gerade am Aufnehmen ist, dass man dann kein Internet hat. Ja, eine kleine Sache möchte ich aber schon mal anmerken, weil das habe ich nämlich jetzt gerade zufällig herausgefunden. Wenn ihr auf Escape drückt und ich glaube, der Epi ist wieder da. Da. Ah, ich wollte gerade noch was zeigen. Wenn ihr auf Escape drückt und auf die Notizen, da findet ihr nämlich dann die Notizen. Die werde ich euch dann aber später vorlesen, weil der Epi jetzt gerade auch wieder da ist. Mitten in der Erklärung. Ja! Aber ich weiß nicht, wie lange. Weil, wie gesagt, 1&1, es kann sein, dass ich jetzt wieder eine Stunde Internet habe oder einen ganzen Tag. Es kann auch sein, dass es eine halbe Minute dauert und wir dann wieder nicht mehr online sind. Das kann sein, ja. Also ich gehe, soll ich mich nochmal versuchen zu verbinden? Ja, wir tun einfach so, als ob das alles nicht passiert ist und da werde ich dich nochmal überraschen. Genau, ja. Genau, die Überraschung ist dann ganz groß plötzlich. Da! Da! Wir sehen im Hintergrund, wie jemand plötzlich in diese Welt... Was war denn das bitte? Erst hast du Klamotten angehabt, jetzt bist du wieder nackt, du Perverser. Nein, ich bin nicht nackt. Ich hatte noch nie Sachen an. Hör auf. Hau dich. Ich wollte gerade sagen, hau mich jetzt nicht, weil ich glaube, das macht Schaden. Nein, ich kann dich nicht hauen. Ja? Ja. Ja, stimmt. Geht nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warte, warte. Was denn? Habe ich dir jetzt eine Gildeneinladung geschickt? F halten. Oder musst du das bei mir machen? Möchte deiner Gilde beitreten. Ja, er ist meiner Gilde beigetreten. Wir sind die Palianer. Wieso bist du denn schon Level 7, du Verräterin? Guck mal, was ich hier alles aufgebaut habe. Du warst ja so ein faules Schwein und wolltest lieber arbeiten, als mit mir hier drin zu sein. Und guck mal, das da unten, das habe ich alles... Du bist gar nicht... Ja, das Problem ist, ich muss alles auch nochmal machen. Das habe ich alles gemacht. Also ich muss so eine Werkbank bauen und so weiter. Warum siehst du eigentlich so komisch aus? Vor allen Dingen, du guckst so böse irgendwie. Ich muss so böse gucken, du guckst auch böse. Du hast viel zu große Augen. Das ist wahrscheinlich, ich habe viel zu große Augen, hallo? Ja, ja, ja. Guck mal, und da ist mein kleines Feuerding. Oh, guck mal, was macht der denn hier? Weißt du, was der nämlich macht? Der kann auch kochen für dich. Aber ich kann den nicht aufnehmen. Ja, aber was? Status Freizeit, das ist cool. Wo ist er jetzt hin? Ach da. Was macht der denn hier? Ich kann mit deinen nichts interagieren. Das ist natürlich blöd. Der pinkelt hier gegen meine Statue. Nee, nee. Wie, du also kannst mit denen nicht interagieren? Ich kann mit denen nicht interagieren, ne? Mit den. Ja, gut, hiermit. Du musst von hier aus, glaube ich, auch kommen, oder? Nee, das geht auch von der Seite, stimmt. Nein, ich meine mit den Pals hier kann ich nicht. Mit den Pennern, die hier rumlaufen. Guck mal, der ist ganz cool hier. Der, das habe ich leider nicht aufnehmen können, hat hier Wasser drüber gesprüht. Ja, und da gibt es einen Affen, der kann das pflanzen. So ein kleiner Affe. Ein Affen? Ich kann dir auch zeigen, wo der ist.
wo es hinkippt, der pflanzt dann die Beeren hier hin. Genau, geh du mal mit deinem Level 1 vor, ich bleib mit der Keule hinten. Ich hab da nur Nummer zur Keule und ich hab ja gar nichts. Aber du kannst echt nicht meine Sachen benutzen. Nein. Also ich kann die Sachen hier einsammeln. Wo hast du eine Kiste denn? Hier. Stell die nicht so nah an die Werkbänke, das ist der größte. Das ist echt Mist. Also die sind verschlossen mit dem Passwort. Ach so, ja, warte mal. Ich hatte gedacht. Ne, hier ist eine Öffnung hier. Nee, hier ist gar nicht aktiviert. Hä? Tu mal dann die Sachen. Stimmt, hier ist was drin. Keine Ahnung, warum das rechte ist jetzt auch offen. Wo ist denn? Ach, da ist die Werkbank. Da müsstest du aber doch mitarbeiten können. Ja, ich kann eine Hand schon mal mir eine Holzkeule machen. Da brauche ich jetzt den Kleinen, der das macht, weil ich das nicht machen will. So. Hier liegt wieder was einfach rum. Hier sieht aus wie sauber hier. Ja, das ist ja auch. Aber pass auf mit dem Feuer. Ich habe mich schon angezündet. Ja, habe ich auch. Da darfst du nicht halt. Aber warum bist du das auch ins Haus? Das ist auch. Ja, aber ich kann es nicht wegmachen. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht. Ich kann auch kein neues hinstellen. Nee, du kannst ja nur eins pro Ding. Und ich kann es nicht wegstellen. Das ist halt also dumm gelaufen jetzt hier. Deswegen ist das jetzt ein. Oh, guck mal. Oh. Ich weiß nicht, was mein Kätzchen macht, aber das ist. Also, den Pflanzentanz macht der, glaube ich, gerade. Guck mal, der macht den Pflanzentanz. Aber ich kann die auch nicht mehr streicheln. Ich kann gar nichts mit denen machen. Was ist das denn für ein Mist? Ja, aber vielleicht, weil ich den gefangen habe? Nee, Emoji. Oh, der ist hungrig. Nee, füttern? Ich kann ihn noch nicht mehr als füttern. Fütteln. Nee, nicht. Was machst du denn hier? Hallo? Ah, der sieht aus wie so ein kleiner Zweijähriger. Der hat die Zunge rausgestreckt. Oh, warte mal. Ich glaube, der geht zum Essen. Guck mal, da. Guck mal. Was macht der? Der rotzt da raus. Nee, der macht Aussaat. Der kann auch aussehen hier. Der macht es auch. Echt? Der kann aussehen? Ja, der kann aussehen. Und da kommt gleich der Pinguin und der macht dann Wasser drauf. Und dann wächst das, genau. Und dann tun sie das, wo hast du die Fütterstation? Dann tun sie automatisch. Ja, hier oben. Ich müsste eigentlich noch eine holen. Musst du nicht. Da tun die das dann rein. Meinst du nicht, das ist zu wenig mit einer? Nö, erstmal nicht. Du hast ja noch nicht genug. Ja, doch klar habe ich genug. Ich kann nur noch eine machen. Da, er hat sich einfach eine Keule hinter... was ist? Schätzelein? Aber ich muss mal eben. Was ist mit dir da oben los? Foxy möchte nicht mehr. Okay. Foxy macht eine Pause auf der Statue. Da oben brennt was. Ist das normal? Ach so, das ist der. Nee, das ist dieses Feuer da am Anfang. Ich dachte gerade schon. Ja. Also ich habe. Warum hast du schon was zum Anziehen? Warum habe ich das noch nicht? Weiß ich nicht. Ich habe die Technologie dafür freigeschaltet. Ach so, die habe ich noch nicht freigeschaltet, stimmt. Du hast ja kein Level. Du bist ja völlig unterentwickelt. Was hast du denn hier schon wieder gemacht? Wieso hast du jetzt hier noch eine gemacht? Mit deiner kann ich aber interagieren. Ja, ich kann mit deiner auch interagieren. Das ist eine sehr primitive Werkbank, steht da. Ja, ich muss ja die Quest machen. Und jetzt soll ich Holz hacken noch? Okay. Also wir stellen fest, es funktioniert. Ich kann das Holz aufnehmen, okay. Escape, Survival Guide, kenne ich. Will ich nicht weiter gucken. Optionen. Oh, hallo. Ich back zwar so ein bisschen mit der Keule durch die Wand, aber oh, der ist richtig, der hat richtig dolle Hunger. Der ist ja am Futtern ohne Ende, du. Ja. Habe ich jetzt alles geholt? Axt hat er auch. Stelle eine Palsphäre her, kann ich das ja? Oh ja, ich habe noch 10 in petto. Achso, ich müsste mal... Was war das denn gerade? Palsaft, eine Flüssigkeit, die sich aus Pals gewinnen lässt. Oh, das hört sich irgendwie böse an. Hat eine hohe... Hier unten, komm mal mit. Moment, ich muss noch mal kurz was an der Statue machen, das habe ich vergessen. Eigene Fähigkeit verbessern. Das geht aber nur... Ja. Okay. Oh, fürs nächste brauche ich 4 davon. Na gut. Ja, okay. Komm mal mit. Hier unten ist einer. Was denn? Ne, so einen grünen, den hast du schon geholt, oder? Ja, die Kiste hast du auch schon geholt. Ich hab doch schon alles hier gemacht. Du bist eine Diebin, du kannst hier nichts machen. Aber die spawnen auch wieder neu.
Du kannst ja auch welche aus dem Lager nehmen, nur mal so. Warum muss ich für... Ja, aber ich habe ja mich verbraucht schon. Warum muss ich denn alles hier... Oh, ich bin hungrig, sag das doch. Ja, ich habe auch eine Pflanze. Hier ist so ein kleiner Rosa. Ist das deiner oder soll ich den umhauen? Was? Achso, ich hab keinen draußen. Wo bist du denn jetzt? Ach da. Ja, hier unten. Ich wollte noch ein bisschen Palsplitter holen. Das ist ja direkt schon Level 3 hier. Palladiumsplitter. Ja, bring mir meine Sklaven immer ganz viel. Ja, okay, so viel jetzt auch nicht. Mehrere Kapita hier, die kannst du einhauen. Ja, ich hab doch 2. Ja, aber du brauchst 10, musst du haben. Was ist denn da unten los? Wo? Ja, das Schaf hat sich gerade die ganze Zeit im Kreis gedreht da hinten. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich habe auch schon einen Dinosaurier gesehen und ich habe schon einen Weltboss gesehen. Und ich habe ganz tolle, aber die muss ich mal ein bisschen später gucken. Die waren, glaube ich, Level 11 oder so. Ganz tolle Rehe, die sehen so ein bisschen aus wie die von Teso. Meinst du diese Hirsche? Diese also, Hirsche? Ja, Hirsche, nicht Rehe. Ja, so einen habe ich auch gestern gefangen. Der hat mich zweimal umgebracht, weil ich einen kleinen Level hatte. Und dann habe ich den hinterher gefangen. Jetzt hat er einen Stein auf dem Kopf. Ich finde das so niedlich. Das wird jetzt die Niedlichkeitsfolge, in der wir nicht so viel machen, weil der Epi dabei ist. Wir laufen einfach immer den nackten Kerl hinterher. Ja, weil der ja keine Sachen sich anziehen darf. Außerdem kann ich wieder deine... Oh, das ist so scheiße. Also die Hitboxen von den Kisten, die sind verbesserungswürdig. Naja, man darf die Kisten, glaube ich, auch nicht so nah aneinander stellen, weil ich muss die immer ganz blöd auswählen. Warte mal, Gegenstand reparieren, das geht auch. Ah, da kann ich meine Spitzhacke... Ah, ich weiß, wie ich meine Spitzhacke repariere. Das habe ich nämlich leider gesehen, als der Epi so kurz, ganz kurz drin war und dann wieder weg ist, dass die sich abnutzen. Holz 2. Sogar meine Kleidung nutzt sich ab, aber dafür brauche ich dann Stoff. Okay. Na, mein Kind, wo willst du denn hinspringen? So, baue dein Lager aus. Ja. Ach so, ja, genau. Wenn der Epi da noch dran ist, dann gucken wir nochmal kurz bei den Technologien. Ich habe nämlich auch festgestellt, einmal gibt es ein Foxpark-Geschirr. Das haben wir anscheinend freigeschaltet, als wir diese Füchse da... Ich sag einfach... Evoli. Als wir die bekommen haben, aber das können wir, also auch freischalten kann ich das schon, aber ich kann es noch nicht herstellen. Baseballschläger, da dürfte besser sein für den Nahkampf. Pals bitte nicht als Ball benutzen. Ne, ich benutze sie dann zum Einschlagen, ich benutze sie nicht als Ball. Nein, ich habe nur umgehauen. Das schalten wir mal frei. Ein Schild zum Draufschreiben. Kann ich dir dann Liebesbotschaften hier hinterlassen? Ja, kannst du. Ach komm, den einen Punkt gönnen wir uns mal. Und den Steinbruch, den sollten wir sowieso freischalten. Und das Holzfällerlager, bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das freischalten sollten. Doch, sollten wir. Und den Zerkleinerer. Aber der Zerkleinerer, den habe ich noch nicht, oder? Zerkleiner, ich höre mich auch schon selber an wie so ein Pal. Ich hätte wieder das andere Wort mit P fast gesagt. Hier, Zerkleinerer. Nee, der ist erst beim nächsten Level. Na gut, ich brauche... Habe ich schon wieder Hunger? Nö. Ah, der sabbert schon wieder auf mein Essen drauf. Ist das eklig. Sabber doch woanders hin. So, wir besorgen uns erstmal Holz und Steine, was immer sehr intelligent ist, weil ich die alle noch im Lager habe, aber ständig neu besorge, wenn ich irgendwas machen muss. Fragt mich bitte nicht, wieso. Vielleicht, damit ich immer was habe oder so. Keine Ahnung. Der ist auch schon mit am Arbeiten, das ist schön. Aber der hört sich echt an wie eine echte Katze, ne? Wenn der um mich rumsteht... Oh, nein, wollte ich nicht. Wenn der um mich rumsteht, dann höre ich immer nur... Miau. So, wir gucken mal, ob wir das jetzt hier drüber machen können. Oder, ja, das Schild ist... Ah, hier. Ach, äfft euch doch, mir fehlt ein Holz. Ernsthaft? Ich habe ein Holz gerade gesammelt. Ja, ich sammle gerade auch nochmal 20, damit wir... Ich glaube nämlich, ich brauche da ein bisschen mehr. So, wie groß ist das? Das ist jetzt noch die nächste Frage. Holzfällerlager. Oh, das ist nicht ganz so groß. Okay. Das ist hier hinten noch im Bereich, ne? Das macht so Bock. So. Kommt alle her, meine Sklaven. Einer ist schon da. Wo sind die anderen? Nicht so faul. Baut das Teil. Los, sonst schlage ich euch.
Nein, so fies sind wir jetzt auch nicht. Steinbruch haben wir genug. Siehst du? Ist gut, dass ich das Holz noch geholt habe. Steinbruch machen wir mal hier vorne hin. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das dann endlos spawnen quasi. Naja, du musst einen haben, der das abbaut. Wenn er nicht arbeitet, dann passiert nichts. Ja, aber das spawnt er immer wieder. Ja. Der ist leicht langsam, glaube ich, dieser Gumos hier. Wieso steht hier Arbeitsstatus Freizeit? Dann mal dein Feuer. Wo ist dein Feuertyp? Der muss mal hier was arbeiten. Guck mal, der macht mir jetzt mein... Wo ist er? Hm? Ja, die sind gerade alle beschäftigt oder am Schlafen. Warte ja, jetzt mal. Pass auf, jetzt kommt der hier rüber gleich. Pass auf. Der steht oben. Der hängt da. Nee, manchmal... Ach so, manchmal hängen die fest. Da musst du die einmal reinnehmen und wieder... Ja, der hängt, glaube ich. Warte mal. Musst du die einmal in die Box nehmen. Ach so, hast du das jetzt gemacht oder was? Und dann spawnt der hier vorne. Jetzt geht der aber wieder zurück. Oh, der ist wie magisch angezogen von dieser Statue. Ich weiß auch nicht warum. Komm jetzt her, Mensch. Das sieht aus. Du sollst das da grillen, bitteschön. Grill das jetzt. Du hast ihn getötet. Du hast ihn nicht getötet. Nein, er schläft. Was ist das für ein fauler Pelz? Warte, steht aber wieder auf. Komm hier hin. Nein, nicht weglaufen. Komm hier zu vorher. Da ist was zu tun hier. Ich glaube, ich habe einfach nur ein sehr faules hier geholt. Ich weiß es nicht. Was ist denn los mit dem, ey? Jetzt muss ich mir selber meinen Lammballkäper machen hier. Ich gehe jetzt in der Zeit aber mal kurz hier oben gucken. Du musst ja noch ein bisschen was machen, ne? Das geht ja bestimmt schnell, aber ich gucke trotzdem mal eben in der Zeit, ob die Viecher hier oben jetzt wieder gekommen sind. Da schweben so Viecher hier in der Ecke rum. Ja, die sind geil im Dunkeln. Die musst du einsammeln auch, ja. Habe ich überhaupt noch? Habe ich noch? 10 Stück habe ich noch, okay. Ich darf nur keinen Begleiter mitnehmen. Ah, der Steinbruch ist fertiggestellt. Ich sehe überhaupt nichts. Moment, wo ist meine Fackel? Hier. Jetzt sind die nicht hier oder was? Oder waren die da? Nee, die waren noch nicht da oben, oder? Waren die da oben? Ich friere. Weil du musst ja eine Fackel machen. Nein, ich muss mir was zum Anziehen machen. Oder einfach am Lagerfeuer bleiben. Ich hatte nur ein Oberteil. Aber ja, die sind jetzt nicht da, die ich suche. Ich dachte, die kommen vielleicht jede Nacht oder die kommen noch ein bisschen später erst. Das kann auch sein. Die anderen sind aber jetzt alle am Schlaf. Ich meine, die sind hier unten bei den Ruinen waren die. Den bin ich in der ersten Folge, bin ich denen begegnet und jetzt kommen die nicht mehr. Die mögen mich alle nicht. Die bleiben einfach weg. Ich mach mal 10 Stoff. Da hinten spuckt einer wieder auf die Felder. Oh, mir wird kalt. Geh mal hier hin. Ich geh mal wieder zurück. Entweder ist es jetzt zu früh, was ich nicht glaube, oder muss es erst dunkel sein oder was? Keine Ahnung. Die muss man aber jetzt nicht im Dunkeln schon nachts, aber nicht im Dunkeln fangen ohne Fackel oder so, oder? Welche denn? Diese. Ja, das sind so. Ich weiß nicht, so Feuerfliegedinger irgendwie. Ja, diese lilanen, ne? Oder die pinken, ne? Was ich auch noch bauen wollte, fällt mir gerade ein. Wo ich natürlich wieder Holz für brauche, was ich nicht habe. Kannst du mal unten, nicht hier oben ab. Mach mal eine Etage tiefer das Holz weg. Warum? Ja, weil. Das ist doch gut, das wächst nach, aber. Ja, ich habe doch hier extra. Ja, aber das macht doch keiner. Benötigt Holzfällen. Ja, du brauchst ja einen Holzhacker dafür. Halten, arbeiten. Ich kann auch so selber machen. Ja, aber das langweilt. Wir müssen die Affen. Das dauert. Die Affen. Boah, das dauert echt viel länger. Ja, die Affen müssen das machen. Wir haben. Die Affen holzen den Wald ab. Ja, Rasen durch den Wald konnte ich jetzt schlecht machen. Warte mal, hier unten da. Mach mir erstmal was zum Anziehen, weil mir jetzt so kalt hier. Du machst mir ja gar nichts. Ja, ein bisschen kannst du dich auch um dich selber kümmern, oder? Also, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich brauche 20 davon. Ich habe übrigens extra ein bisschen Platz gelassen, damit du auch ein Bett hast. Aber wir können die Nacht nicht schlafen, weil ich immer noch kein Dach habe. Ja, warum machst du denn da kein Dach drüber? Ja, einfach nur gerade. Da brauche ich wieder Holz für und du hast gesagt, aber warum ich soll hast noch du die Falsche drinnen bei dir? Die können doch draußen, die mögen das in Nein, der Freiheit. Nein, die wollen kuschelig, die wollen das kuschelig Nein, wollen warm die nicht. Haben.
Das stimmt gar nicht. So, warte mal, damit wir hier überhaupt auch was sehen können. So. Achso, ja, da kommt ja jetzt keiner. Du hast ja schon hier den Gatter gemacht, das ist gut. Ja. So, und jetzt haben wir auch ein bisschen Licht hier. Das habe ich mich vergessen. Hinten könnte ich theoretisch auch noch eins machen. Im Gatter, da kriegen wir mal ganz viel Wolle. Und Eier haben die sogar, die haben die da raus transportiert. Alle sind sie hier am Schlafen. Aber ein Platz ist frei. Wo ist denn der? Ach, das Hühnchen hat es nicht mehr geschafft, oder was? Wie? Das Hühnchen hat es nicht mehr bis zur Schlafstätte geschafft. Das liegt einfach davor. Ja, du musst auch immer gucken, dass für alle... Nee, da musst du gucken, dass für alle was da ist. Ne? Ja, habe ich ja. Die haben alle ihren Platz. Es sei denn, du hast jetzt hier einen rausgeholt, der nicht reingehört. Nee. Betten 6 von 6, ja. Du musst ja über V immer das Update machen da für deine Pallbox. Und wenn du das gemacht hast, dann... Wieso droppen eigentlich die Sachen hier runter? Ein bisschen muss ich noch leveln, dann... Ich level doch auch, indem ich abbaue. Obwohl, naja. Achso, das war jetzt nur, um die Anweisung zu ändern. Genau. Musst du die jetzt... Oder soll ich ein bisschen Holz eventuell schon mal hacken? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Also ich habe Holz gehabt gerade. Warte, ich komme hoch. Damit wir uns mal ein Dach drüber machen können, meine ich. Ja, ich habe Holz. Ich tue es. Also du brauchst das nur hier in die Kisten zu tun. Das nimmt ja nicht da raus, ne? Ja, ich meine nämlich auch. Also ich habe hier gerade 128 Holz. Das ist jetzt drin. War es nicht. Aber ich brauche mal wieder Pal-Dinger. So. Tut mir leid, meine Süßen. Ich muss mal eben durch euch durchlaufen. So. Warte mal. Scheiße. Was brauche ich noch? Jetzt geht das nicht, oder was? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht... Wieso kann ich die Wand jetzt nicht daran setzen? Ja, da musst du unheimlich... Also das Bauen ist... Von außen kann ich die ran. Ja, da musst du echt gucken. Manchmal... Also lieber von außen die Wände ransetzen, habe ich gerade gemerkt. Ja, aber ich habe zum Beispiel beim Dach Probleme gehabt. Der hat mir den Giebel nicht in die richtige Richtung gebracht. Und auf einmal war ich dann oben drauf in einer ganz komischen Position. Und dann konnte ich es erst dran machen. Also das war, ja, grenzwertig. Ja, also ich muss sagen, es sieht schön aus. Aber das mit dem Bauen, das ist schon ein bisschen... Also was ich halt... Aber am schlimmsten finde, dass du die Sachen nicht nochmal neu setzen kannst. Also, dass du es abbauen musst dann dafür, ne? Was ich auch blöd finde, dass du jedes Mal wieder neu draufdrücken musst. Also, ich habe noch nichts herausbekommen, dass du einmal drücken kannst oder gedrückt halten kannst, dass du mehrfach bauen kannst. Ich habe ein Level-Up. Was ist denn, wenn ich jetzt eigene Pallbox hier irgendwo hinmache? Und praktisch, wir machen überlappende zwei Bases hier, aber das könnte man wahrscheinlich auch machen, ne? Dann kann man nämlich noch mehr von den Tieren hier reintun. Weil er sagt zu mir, ich soll das auch machen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, das sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber... Nee, Moment, hä? Das ist ein Dach. Er macht das für mich weiter. Mit dem du Wände überdachen kannst und das dir Schutz vor Elementen bietet. Das ist ja geil. Das Dach kann ich gar nicht draufsetzen. Wieso macht er jetzt nicht weiter, der Hund? Wie, ich nee, du Bauwerk musst, verbunden. Du musst gucken. Ein gerades Dach. Also ich würde nur ein Flachdach abhaken. Ach so, du hast zwei. Ja, das versuche ich gerade. Ja, damit das nicht so... damit man hier nicht so eingequetscht ist, weißt du? Aber ich krieg das da nicht ran. Warte mal. Von außen auch? Nicht so, wie es aussieht. Was willst du? Ja, geil. Von außen kann ich das ranmachen, aber von innen kann ich es. Warte. Oh, das ist ja mal. Das ist ja Millimeterarbeit, wenn du dein Dach ranmachen willst. Ach du Scheiße. Werde ich mir auch ein Bett machen. Ja. Du kannst auch gerne mit in Mainz kommen, aber.
Das passt nicht. Wenn ich da reingehe, dann hast du keinen Platz mehr da drin. Ja, das stimmt. Weil du mal alles wegnimmst am Platz. Weil du immer so viel Platz brauchst im Bett. So. Irgendwann werde ich hier nochmal fertig mit dem Dach. So. Nicht, dass uns hier irgendwelche Flugdinosaurier angreifen oder so. Oh, ich bin durchs Essen gelaufen. Entschuldigung. So. Aber das reicht jetzt immer noch nicht, oder? Ah! Das reicht schon! Ah, ich will wieder raus. Nein! Wie komme ich denn wieder raus? Ich kann gar nicht. Ich will raus. Achso, ich muss mich nur bewegen. Sag das doch. Also, ich kann hier auch schlafen. Ach, sehr schön. Ja, aber wir müssen beide schlafen, damit wir die Nacht überspringen können, oder? Ja, ja, genau. Deshalb mache ich mir auch im Bett. Aber ich muss das immer, habe ich gerade freigeschaltet. Irgendwie läuft aber gerade mein Gleitschirm, wird gerade erst erstellt hier. Ach, den muss ich auch noch machen, ja. Hoffentlich haben wir noch genug Zeug. Ja, das sollte kein Problem sein. Okay, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Also dann reicht das, wenn wir das so überdachen. Weil ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn das zu ist, ehrlich gesagt. Oh, er ist bei der Ernte. Sehr schön. Also sprich beim Arbeiten. Ah, sehr schön. Wir haben es jetzt auch hell. Jetzt ist die Frage, kommt der Epi mit? Zeigst du mir kurz die Affen? Ja, ja. Aber ich brauche noch ein paar Sphären hier. Der Blaue macht hier gerade nichts für mich. Der ist Level 7 und ich bin jetzt Level 8. Aber ich muss die Sachen mal kurz da reinmachen. Och, das kann ich wieder nicht anvisieren hier. Ja, mach weiter für wow, mich. Warum wow, machst wow, du wow. jetzt nicht weiter? Mann, was ist mit dem? Mich meinst du jetzt nicht. Nein, den Kleinen. Warum schreist du mich denn da so an? Ja, der ist jetzt hingegangen und dann macht er nicht mit. Der eine hat Hunger. Ja, ich habe auch gerade festgestellt, dass ich auch Hunger habe. Mach dir die Spieße, die sind gut. Ja, ja. Diese Lampe, aber das Problem ist, er macht die ja nicht, weil du das Feuer hier drin so geil platziert hast. Kann zur Herstellung von Kleidung verwendet werden. Tun wir die mal da rein. Mal gucken, ob der jetzt kommt. Jetzt kommt er, guck mal. Hast du das schon gesehen? Jetzt brutzelt er die Dinger. Hier, guck mal. Er macht Feuer unter die Hütte. Hallo? Warum, hallo? Warum zündest ja, der, du die Hütte mal, an? Nein, er macht das. Guck mal, da die Spieße macht er hier drin zum Essen. Für uns. Das dauert aber lange. Ach so, nee. Hä? Oder hast du nochmal neu reingemacht? Ich habe gerade reingemacht, welche. Du kannst doch nicht einfach hier die ganze Hütte anzünden. Das ist ja... Der andere, der spuckt von außen... Hier, spuck von außen auf das Feld drauf. Hey Leute, was habt ihr hier eigentlich? Und die Nächsten, die sind ja am Rumhämmern. Leute, was macht ihr hier? Ja, das hast du fein gemacht. Warte, bleib stehen. Nein, nicht Befehl zum Angriff. Hä, wieso kann ich den nicht streicheln? Weil der feurig ist, oder was? Wieso hast du eine Hose an? Ich meine, ich finde das Röckchen gut, aber... Weil ich ein Junge bin. Ja, aber ernsthaft, kann ich doch schon was anderes freischalten? Ich habe hier nur Stoffkleidung. Das nee, ist aber nur fürs Oberteil, oder nicht? Warte mal. Ach, das war die Tür. Die Tür warum kann man öffnen und schließen, okay? Warum habe ich mein Bett überhaupt vor der Tür? Warum ist da eine Tür an der Seite? Okay, ich nehme mal doch lieber die andere. Einfacher Gleitschirm, den wollte ich. So, den wollte ich mir mal eben so, damit. Die können den ja in der Zeit dann machen. Komm mal mit. Warte mal kurz. Ich sehe hier nämlich gerade so gar nichts mehr. Ich muss hier mal kurz die Rollladen runter machen. So. Ich habe aber jetzt keinen Gleitschirm. Oder mache ich mir den mal eben schnell? Warte mal, der Pinguin will den gerade machen. Ja, du hast gesagt, der nimmt keinen Platz weg, oder? Nee, der wird in so einen Slot gemacht. Komm, ich helfe dir, dann geht das was schneller. Und wie nehme ich den dann? Einfach springen und dann fallen? Space lassen? Festhalten, ja. Achso, gedrückt halten. Ja. Hat das gleich fertig? Ja, ja, ich bin hier vorne noch. Ich muss noch ein paar Dinger fangen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hui. Ja, das ist cool.
Da würde ich aber trotzdem sagen, wir machen mal eben ganz schnell einen kleinen Cut, weil das sonst zu lange wird. Und ja, ich weiß, ich bin gemein. Jetzt müsst ihr nämlich warten bis zur nächsten Folge, bis wir die Affen sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.